Hallo und herzlich willkommen beim Landwirtschaftssimulator 15 auf der Volkshill Map. So, der ist mit Düngen fertig. Das heißt, den entlassen wir mal. Der darf dann zum Hof fahren. So, alle Wegpunkte können wir hier ausmachen. Brauchen wir nicht mehr. Das können wir rausnehmen. Der muss dann als nächstes hier auf Feld 15 säen mit 4,5 Meter. Plus auffällen, Feld 15, hat er schon mal seinen neuen Kurs. Und wir müssen aber, glaube ich, noch unseren Forterra beiseite stellen. Der steht da, glaube ich, noch etwas ungünstig. Schauen wir mal. Obwohl, da wo er steht... nee, ich glaube, das geht sogar. Da behindert er, glaube ich, doch noch keinen. Der hat also noch mal ein bisschen Stroh. Dann, ja, was dann noch übrig bleibt, das können wir hier dann noch gerade in den Mixfeeder rein. Müssen wir nicht zurück ins Lager. Ich muss noch mal schauen beim Mixfeeder. Oh, ich habe auch immer noch nicht die V2 in den Mod-Ordner getan. Habe ich jetzt auch vergessen. Muss ich mir gerade mal aufschreiben. So, Mix. Feeder V2. Dass ich das Ganze in den Mod-Ordner packe und ja, dann kann ich auch noch schauen, dass ich hier dementsprechend da den Link in der Mod-Liste noch verbessere. Also Mixfeeder V1 ist dann zukünftig Geschichte. Zumindest nach dieser Aufnahmesession. Ich werde jetzt zwischendrin nicht die Mods tauschen. Und ich wollte noch gucken, Mixfeeder habe ich hier mit begrenzter Kapazität. Und ich müsste Nein eingestellt haben. Das könnten wir dann also noch zu Ja ändern. So. Dann den hier und dann stellen wir den Grubber dazwischen. Wenn der Grubber dann später fertig ist. Zack. So, fahren wir hier kurz raus. Und nehmen uns diese Drille. Zack. Dann müssen wir noch umstellen. Sonnenblumen. Wunder, wunder, wunderbar. Dann können wir eigentlich danach das nächste Mal auf Feld 5 10. So, der legt los. Das nächste Mal auf Feld 15 könnten wir dann machen. Einmal, erstmal Mix wieder gucken. Einmal dann wieder Weizen, dass wenn Sonnenblumen auf Feld 10 sind, wir da wieder was haben, wo auch wieder Stroh anfällt. Dass wir immer wenigstens ein Feld mit Stroh haben. Und danach könnten wir ja dann Rüben anpflanzen, dass wir da mal ein ganzes Feld Rüben ernten. So, schauen wir mal hier, hier hinten. Mit begrenzter Bunkerkapazität spielen. Ja. Das stelle ich mir mal ein. Und dann ist auf 17.000 begrenzt. Das heißt, 2.000 könnten wir noch dazu packen. Gut. Der hat wieder durchdrehende Reifen. Also da sind die anderen schon besser zurechtgekommen. Ich weiß nicht. Ich habe den, glaube ich, rückwärts was schneller eingestellt. Vielleicht ist das... nee, nicht Wendemanöver, hier rückwärts. Vielleicht ist das zu schnell. Stellen wir mal auf 7 km/h runter. So, wenn wir hier jetzt nochmal einstellen, was macht er? Fährt er raus. Also müssen wir nochmal hier außen rum. Vielleicht ist er da einfach zu schnell, zu stürmisch unterwegs. Werden wir jetzt sehen. Wobei jetzt wahrscheinlich Vorführeffekt, wenn wir dabei stehen, dann gibt er sich eh wieder mehr Mühe. Und es funktioniert. Ja, aber diesmal packt das auf jeden Fall wieder. So, dann geht es hier weiter. Ja, wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass es eben vielleicht daran lag, dass dadurch,
wenn wir selber gefahren sind, haben wir es ja auch gemerkt, wenn wir ein bisschen langsamer fahren, funktioniert es besser. Und dass wir da hier jetzt einfach den zu schnell eingestellt hatten und dadurch die Probleme kamen. So, hier das letzte Mal. Oh, und so langsam merke ich aber meinen Hals auch wieder. Aber ja, es sind die letzten 7 Folgen, die ich jetzt mit dem Hals aufnehmen muss. Danach kriegt er lange, lange Urlaub. Wobei, nee, halt, ich muss noch zweimal muss ich noch American Truck Simulator machen. So, hier haben wir dann erstmal sowieso nichts weiter reinzufüllen. Das heißt, da können wir das Tor wieder zumachen. Sehen wir jetzt so nicht. Ist ja schon... Ja, Tor ist zugegangen. So. Dann holen wir hier nochmal ein bisschen Stroh raus, dass wir da den Mixfeeder dann dementsprechend komplett füllen können. Wenn wir dann später Kühe haben und merken, das ist vielleicht doch ein bisschen wenig, dann können wir ja die Begrenzung wieder ausschalten. Aber jetzt erstmal, dann haben wir da eine Begrenzung, können sagen, wir machen das Ding voll. Und dann ist es voll und wir müssen uns da erstmal keine Sorgen machen. Und ja, am Anfang werden wir wahrscheinlich erstmal, wenn wir uns dann mal Kühe holen, erstmal so mit 20 Kühen anfangen. Und da sollte diese Kapazität auch definitiv ausreichend sein. Und es sieht hier etwas schöner aus, weil jetzt natürlich die Plane bis nach unten geschlossen ist. Also da müsste ich vielleicht doch auch nochmal... Ich hatte ja mit den Modder Kontakt gehabt, weil ich auf der Ackendorf Probleme hatte. Aber da ist mir jetzt auch gar nicht eingefallen, mal was zu schreiben, was zu sagen, dass das ja nicht ganz so schön aussieht, dass sich die Plane von oben nach unten füllt. Das wäre schöner, wenn die vielleicht von unten nach oben gehen würde. Andererseits ist da ja, glaube ich, auch so ein Kratzboden drin, der das dann nach oben zieht, weil das ja oben dann eben in den Mischbehälter eingefüllt wird. Und vielleicht ist es deswegen extra so gemacht. Das könnte natürlich auch sein. Auf jeden Fall sieht es so, wenn es nicht ganz voll ist, etwas seltsam aus. So, was machen die Preise? Ah, Roggen ist runtergegangen, Körnermais sogar ein bisschen hoch. Sehr schön, kriegen wir also sogar noch ein klein bisschen mehr Geld. Also, Körnermais verkaufen. So, zurück, Körnermais, da haben wir schon. Wo musste der nochmal hin? Zum Depot. Ah, wunderbar. Das ist ja... Oh, Gruber ist fertig. Sehr schön. Entlassen. So, und dann da oben die Ecke sah diesmal gut aus. Da hat er nicht geschludert. Schauen wir noch kurz da unten die Ecke und wenn die auch gut aussieht, dann kann der... sauber gemacht werden und weg. So, ja gut, hier haben wir ein bisschen Stroh. Was außerhalb liegt, das können wir jetzt natürlich nicht weggrubbern. Das funktioniert nicht. Das verschwindet dort nicht. Das geht nur weg, wenn wir es einsammeln. So. Gedüngt ist, angesät wird. Wir haben jemand, der Stroh wegfährt. Bei dem wir schauen müssen... Ist dort überhaupt noch Platz für Stroh? Ist doch wahrscheinlich inzwischen... Kompostierungsanlage noch nicht ganz voll. Aber mit der nächsten Tour ist es voll. Aber solange wir die Zeit nicht schneller laufen lassen, macht hier auch ein Abtransport noch keinen Sinn. Und schneller laufen lassen macht keinen Sinn, weil wir ja jetzt erstmal noch Körnermais verkaufen wollen. Also kann der dann erstmal in die Halle weggestellt werden. Den brauchen wir dann erstmal nicht mehr. Ist dann dementsprechend der Erste, der hier um
kurz nach 10 Feierabend machen darf. Also, wir haben wirklich Kapazität für mehr Felder. Wir müssen sie uns nur leisten können. Und bevor ich mir jetzt nochmal irgendetwas kaufe, würde ich eigentlich am liebsten erstmal den Kredit zurückzahlen. Wir können natürlich trotzdem dann mal schauen, was kostet Feld 5. Wie viel müssten wir da dann an Geld zusammenbekommen? Mit Körnermais verkaufen, ja, wird wahrscheinlich nicht reichen. So, ich sprühe jetzt hier mal nur an eine Stelle. Fummel da mal nicht ganz so viel rum. So, sauber. Komm, gehen wir auch gerade ganz rein. Dann schauen wir mal. Feld 5 wäre 34.500. Also ist nicht ganz so viel. Ist ein bisschen größer als Feld 6. Das heißt, da würden wir also dementsprechend bei Feld 6 kam jetzt raus an Gras 31.712. Das heißt, wenn das Feld ja ein bisschen größer ist, dann bekommen wir da, sagen wir mal, vielleicht 35.000 draus. Vielleicht sogar noch mehr, dass wir sogar Richtung 40.000 kommen. Also könnte sich durchaus schon lohnen. So. Soweit fahren wir nach vorne. Zack, aus und fertig. Der ist erledigt. So, und hier jetzt endlich Körnermais verkaufen. Körnermais, Körnermais. 50.000 Kredit. Plus 34.500, die wir dann brauchen, für das Feld zu kaufen. Plus ein bisschen was, was wir dann noch in der Tasche behalten können. Also wir müssten so um die 100.000 eigentlich kommen. So, mit dem Körnermais, was wir jetzt noch im Silo haben, ja, das würde nicht mal ganz für den Kredit reichen. Plus jetzt das, was wir hier im Hänger haben. Also es wird knapp. Ich muss sagen, wir sind ja dann bei etwa 85.000, die wir brauchen. Das heißt, mit ein bisschen Geld, was wir dann im auf dem Konto behalten wollen, müssten wir schon so um die 100.000 kommen. Also jetzt noch etwa 67.000 dazu bekommen. Es könnte reichen. Es wird knapp, aber es könnte reichen. Schauen wir mal. Der Preis ist definitiv nicht so verkehrt. So, Depot ist hier schon. Wir schauen nochmal sicherheitshalber. War doch Depot? Ja, Körnermais war Depot. Lieber einmal zu oft als einmal zu wenig geschaut. Bremse treten. So, und abkippen. Wir hätten ja eigentlich auch zwischendurch mal schauen können, wie viel kriegen wir denn für die Ladung, die wir haben. Denn das habe ich hier ja, glaube ich, auch aktiviert. Also 9.468 bekommen wir. Können wir dann am Hof nochmal schauen, ob ich das aktiviert habe, dass wir den Preis angezeigt bekommen. Falls nicht, dann können wir da eben schnell schauen, wie wir uns das aktivieren. Ist ja für den einen oder anderen vielleicht auch interessant. Und inzwischen müssten wir auch Stroh voll haben. Ja. Nee, noch nicht. Wir kommen auf 88.500 gerundet. 100.000 ist Platz. Also es kann noch Stroh in die Kompostierung rein. Und was macht aber denn unser Strohfahrer? Der steht irgendwo. 0 km/h. Sag mal, was ist denn mit dir da los? Der steht hier und wird nicht weiter beladen. Dann sagen wir halt mal hier, wegfahren. Das habe ich jetzt mit STRG NumPad 9, habe ich dem gesagt, wegfahren. Denn das, was er geladen hat, das reicht ja, um die Kompostierung voll zu machen. Und ja, gut, dadurch, dass wir also hier in die Futtermischanlage gefüllt haben, haben wir jetzt unser Lager wirklich sogar fast leer.
Das heißt, er kann dann nochmal drunter fahren, den Rest rausnehmen. Und dann können wir den oben an der Kompostierung ausschalten. Fahren hier den restlichen Körnermais, alles weiter weg. Und dann können wir oben ein Hängerchen Kompost rausnehmen, so dass der da nochmal sein restliches Stroh abkippen kann. Und dann nach und nach immer schön das alles rausholen. So. Gut, und oh, wir haben ja inzwischen schon wieder über 15 Minuten. Ja, dann sage ich mal danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.